Jetzt sind wir in Valdemossa. Wir sind leider ein bisschen spät dran. Es ist schon 12:30. Ich hoffe, dass wir die Wanderung schaffen. Die ist mit 4,5 Stunden angegeben. Das ist so ein Höhenwanderweg. Einmal irgendwie, ich weiß gar nicht, über welchen Berg rum. Mal schauen. Los geht's. Wir sind jetzt gleich wieder unten am Auto angekommen. War ein richtig guter Tag. Wir wollten eigentlich hier starten und so rumgehen. Naja, wir haben sie irgendwie verrafft und sind dann hierher gegangen. Hier waren irgendwie 8 Kehren, alles irgendwie Asphalt oder steinig und es war mega anstrengend. Dann hier auf den großen Aussichtsberg, das war ganz schön. Und da haben wir gedacht, ach komm, eigentlich liegen wir gut in der Zeit. Wir schaffen es nochmal die ganze Runde zu gehen. Und das haben wir dann auch gemacht, hier oben immer auf dem Bergkamm entlang. Das war echt schön. Und dann hier den Weg runter, immer den öffentlichen Weg. Es gibt auch einen nicht öffentlichen Weg, aber wir sind natürlich brav den öffentlichen Weg gegangen. Und sind jetzt hier gleich wieder unten am Ausgangspunkt. Gebraucht haben wir jetzt, glaube ich, 5,5 Stunden. Ich glaube 5,5.